Fahrzeuge wie diese werden aktuell von Gemeinden und Feuerwehren selbst konfiguriert, sprich die Beladung und Ausrüstung. Das soll sich nun ändern. Im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts verfolgt man eine einheitliche Fahrzeuggesamtbeschaffung. Das soll nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen. Das große Beschaffungsprogramm ist ein wichtiger und, denke ich mal, ein großer Meilenstein, der gelungen ist, der uns, ja, glaube ich, für die Zukunft wesentliche Vorteile bringen wird. Wir erwarten uns dadurch, und das sehen wir jetzt schon bei der Angebotslegung, dass wir, wenn wir gemeinsam ausschreiben über das Landesfeuerwehrkommando für die Fahrzeuge, die im nächsten Beschaffungsprogramm, das ist das Beschaffungsprogramm 2026, drinnen sind, einfach stärker am Markt auftreten können und damit eine Reduktion der Kosten bekommen. Bisher konnten wir nur Fahrgestell und Aufbau finanzieren über die Gemeindefinanzierung, und die Feuerwehr vor Ort musste sich mit der Gemeinde dieses Fahrzeug dann selbst konfigurieren, und das kann erst wegfallen. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es in der Anschaffung von gleichen Feuerwehrfahrzeugtypen zu Preisunterschieden von bis zu 160.000 Euro gekommen sei. Speziell bei der Ausrüstung hat man natürlich dann viele Variantenmöglichkeiten, und jede Variante war, dass sie aus einer Serienproduktion herausgehen und dann Einzelanfertigungen werden. Und genau diese Einzelanfertigungen machen es so schwierig, weil dort Preisdifferenzen entstehen. Rund 230 Feuerwehren im Bundesland übernehmen bestimmte Stützpunktaufgaben. Jene erfordern Spezialfahrzeuge und Geräte, für die die jeweiligen Gemeinden wiederum zusätzliche Garagenstellplätze errichten müssen. Das wird künftig höher als bisher gefördert. Das sind Aufgaben, die Standortgemeinden, wie gesagt, für überregionale Aufgaben übernehmen. Und wir haben uns deswegen entschieden, Stellplatz für Stützpunktfahrzeuge, wo die Kosten zwischen 300 und 500.000 Euro pro Stellplatz ungefähr waren, mit diesem Pilotprojekt mit mindestens 70% und maximal 80% fördern. Jetzt ist es wieder möglich, dass wir dieses System der Stützpunkte und Sonderdienste, das es seit Jahrzehnten gibt und sich äußerst bewährt hat, dass wir das auch entsprechend absichern können mit dieser mindestens 70% Förderung. Auch die Eigenleistungsbeiträge der Feuerwehren entfallen. Nach der zweijährigen Laufzeit der Maßnahmen werde man die Wirksamkeit evaluieren und die Weiterführung beurteilen. Feuerwehrpräsident Robert Meyer spricht sich für eine Beibehaltung nach der Pilotphase aus.